Ja, hinter mir sieht man das Schloss Kobenzl. Wir machen heute den Spatenstich. Wir haben nach vielen Jahren sozusagen der mühsamen Räumungsklage jetzt ein neues Projekt aufgesetzt, das jetzt beginnt. Ja, der Kobenzl bringt uns in Zukunft noch mehr Erholung, bringt uns noch mehr Service für die Wienerinnen und Wiener und auch für die Touristen, die uns besuchen gehen. Also wirklich ein Qualitätsmerkmal für diese Stadt. Das Kobenzl wird in Zukunft eine Kombination aus einem Kaffeehaus werden, das Rondellcafé sein wird, wie es früher auch war. Und dahinter eine große Location für die tollsten Events der Stadt. Man wird hier Veranstaltungen oder Hochzeiten machen können und es wird eine wunderschöne Aussichtsplattform geben, die man jederzeit auch nur als Spaziergänger hingehen kann, ohne dass man was konsumieren kann. Das heißt, ein zusätzliches Angebot am schönsten Ort der Stadt. Wir haben es geschafft, alle ins Boot zu holen für ein Architekturkonzept, das eben sehr sensibel Altes mit Neuem verbindet und trotzdem sozusagen ein bisschen wirklich coole Akzente setzen kann an einem wirklich der Visitenkartenplätze der Stadt.